Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zur allerneuesten Runde Random. Wer jetzt in letzter Zeit meinen Stream verfolgt hat, der wird den Tank schon kennen. Nämlich, ich habe mir den VK3002D wieder mal zugelegt. Ich glaube, der hieß mal 3002DB, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das steht einfach nur für Daimler und Daimler-Benz. Ja, whatever, ich will hier keine Lügen erzählen. Ja, also ich habe mir den Tank vor kurzem wieder zugelegt und weil ich auf der Suche war nach einem 7er Premium, den ich wieder 3 marken kann und da jetzt sowieso ein Event stattgefunden hatte, wo alle Tier 7er Mediums stark reduziert waren, dachte ich mir, okay, lass den Chat abstimmen, welchen du dir holst. Und da war einmal der Chiri ganz oben an der Spitze und der zweitplatzierte war der VK. Ja, und da habe ich mir das Ding geholt und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen drüber quatschen. Also der VK ist hier in der schwereren Medium-Reihe verankert. Ne, actually in der leichteren Medium-Reihe sehe ich gerade. Okay, führt Richtung Leopard 1. Und ich denke, er führt das Prinzip von dem 6er ziemlich gut weiter. Der 6er, auch wenn die Panzerung dann noch nicht ganz so eine Rolle spielt, schleppt eigentlich schon ein bisschen Panzerung mit sich rum. Und ja, der 7er tut das auch. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt vom VK auf den Indien-Panzer schließen kann. Weil so sehr ähnlich sind sie jetzt nicht wirklich, meiner Meinung nach. Passt halt eher hier so in die Linie. Also wie so ein kleiner E50 auf Tier 7 halt. Ziemlich ähnlich halt dem Panther. Deshalb, ja, mit den Panzern eher weniger zu verknüpfen, eher hier mit den Leuten da oben zu verknüpfen. Ja, was macht ihn für mich besonders? Was hat sich jetzt für mich erstmal so herausgestellt, nachdem ich den, weiß nicht, 20 Runden jetzt gefahren bin? Ich muss sagen, er ist echt mobil, da war ich sehr überrascht. Ja, weil das Ding war ja schon immer dafür bekannt, dass er ein bisschen Panzerung mit sich rumschleppt und dafür ist er wirklich relativ flink unterwegs. Dann, die Kanone hat mich positiv überrascht. Negativ überrascht hat mich das Gunhandling. Ja, also dass du wirklich ohne Stabi, der leider nicht verfügbar ist aus unerklärlichen Gründen, dass du ohne Stabi Wanne drehst, Turm drehst und dein Zielkreis ist BAM! Ja, und dann braucht er eine halbe Stunde, bis er klein wird. Und dann ist er ganz klein, der Schuss geht trotzdem vorbei. Aber was mich halt überrascht hat bei der Kanone, war einfach nur so die Rate of Fire. Ja, selbst im Nahkampf, wenn das Gunnetling nicht ganz so stark ins Gewicht fällt, kann man mit der Kanone echt gut arbeiten. Und 220 Alpha, denke ich, ist für ein 7er Medium echt schon angenehm. Liegt auch da, ist auch da in den höheren, im höheren Alpha-Schaden angesiedelt und spielt sich sehr, sehr angenehm. Ich denke, das ist ein guter Wert da. Meine Besatzung hier drauf, ja, das ist, ja, ich meine, wenn man jetzt die Besatzung, sage ich mal, züchtet für Leopard oder Indienpanzer und dann Richtung Leos weiter, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ihr die Gunnelling-Skills auf jeden Fall dabei habt. Aber das ist ja überall gleich eigentlich, die Sichtweiten-Skills. Und dann würde ich halt noch auf Repairs gehen, auch wenn ihr vielleicht den Leo ab Tier 9 dann etwas passiver spielen wollt oder selbst schon in den Panzer auf Tier 8, schaden Repairs eigentlich nie. Ja, also zu den Besatzungsskills gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Equipment hier drin, Ansitzer solltet ihr auf jeden Fall drin haben. Die Optiken, ja, solltet ihr glaube ich auch auf jeden Fall drin haben. Es sind immerhin 380 Meter Sichtweite, was überhaupt nicht schlecht ist auf Tier 7. Es ist wirklich... Das ist schon wirklich eine Ansage, ja, das ist schon wirklich voll in Ordnung. Deshalb denke ich, mit dem Optiken kann man da auf relativ respektable Sichtweitenwerte kommen. Dann habe ich halt hier noch die Lüftung reingemacht. Weil ich es gerade angesprochen hatte, fehlender Stabi ist vielleicht eher der Richtantrieb ein bisschen die bessere Wahl. Aber ich sehe es halt nicht ein, ne? So einen Slot aufzugeben, nur damit der Zielkreis ein bisschen schneller zugeht. Ja, ich meine, die Lüftung sorgt dafür auch wenn nicht ganz so stark. Aber die boostet halt alles andere noch ein bisschen und deshalb, ja, habe ich mich hier eher für die Lüftung entschieden. Ja, und eine ganze gehörige Menge an APCR dabei. Ich meine, man ist ein 7er Medium und hat 145 Standard-Pen und ihr kennt das 7er Matchmaking. 9er sind die besten Freunde und mit 145 Pen gegen, ist schon gegen 9er Mediums, ne, wird es sehr, sehr schwierig. Deshalb 194 Durchschlag ist auch nicht die Welt, aber immerhin besser als 145. Ja, und das Ganze führt mich zu einer Sichtweite von 461, das ist doch gar nicht schlecht. Ich habe mir für die Runde jetzt vorgenommen, dass wir mit der 8.8er erstmal antesten. Sobald wir damit ein gutes Game hatten, würde ich hier auf die 7.5er umsteigen, das ist die hier, um das auch einfach anzutesten und zu schauen, wie die sich schlägt. Ist jetzt eine 6er Kanone, aber ich denke, ist dennoch eine Wahl, die man durchaus berücksichtigen könnte oder wo man durchaus mal... Ich meine, ich will sagen, es ist wert, dass man das mal ausprobiert. Ja, ah, gerade noch von den 9ern gesprochen und da sind sie. Jawohl. Gutes Plus 2 Matchmaking. Spaß für alle Beteiligten.
Außer die nicht ganz oben stehen, ne? Ja. Ja, jetzt sind wir hier auf Malinovka gespawnt, was an sich nicht schlecht ist. Und Standardvorgehen auf Malinovka ist natürlich, den Hügel einzunehmen und versuchen, den Hügel zu regeln. Weil Hügel dient als guter Ausgangspunkt, um halt einen Push zu starten Richtung Gegnerbasis. Und erlaubt einem halt hier dieses ganze obere Drittel der Map unter Kontrolle zu halten. Ja, ich würde sagen, ich spiele hier eher Richtung Scout. Weil, ja, wirklich eine Wahl habe ich nicht, ne? So, T-70, fährst du in den Busch? Das wäre echt top, wenn du das machen würdest. Will er nicht? Okay, dann versuche ich mich darin. Oh, ein Patriot. Interessant. So. Gut in den Busch reingekommen. Sehr gut. Jawohl. Und dann seht ihr, da läuft das Spotting Damage. Jawohl, sehr schön. Ihn spotte ich auch, ne, durch den Busch. Deshalb immer Erster im Busch sein, ganz wichtig. Wow, get wrecked. Weil, wenn sich das Fahrzeug dahinter noch bewegt, habt ihr eine hohe Chance, das noch spotten zu können. Büsche geben halt nur ein gewisses Maß an Camo. Ja, jetzt fangen sie an, blind zu schießen. Das ist schlau. Und ihr habt gesehen, dass ich so weit vorgefahren bin, dass mein Arsch hier hinten nicht rausguckt, weil das ist auch eine beliebte Scout-Posi. Und von da möchte ich nicht gespottet werden. Mich wundert halt, dass beide T-71 relativ passiv sind. Der andere ist noch gar nicht offen. Der ist da drüben. Ja, da spottet er nix. Die Flügelmaus. Oh, jojojojo. Der hat da 700er AT-Hit kassiert. Und unser Scout ist down. Naja, das ist sehr schlecht. Ja, ich glaube, das predige ich auch in jeder Malinovka-Runde. Scouts sind das A und das O auf dieser Map. Wirklich. Ja, ihr seht, es wird gerade nichts gespottet. Niemand hat was zu tun und deshalb passiert auch nichts. Ne? Und ja, sobald einer aufgeht, wird er sofort zusammengeschossen. Ne? Also ganz, ganz wichtig, die Scouts sind das A und O. Ja, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen und warte, was passiert. Ich habe leider keinen Tee, aber ich habe ein bisschen Wasser, deshalb abwarten und Wasser trinken. Ich finde es auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das 430 sich dazu entschieden hat, in der Basis zu bleiben. Ich meine, mit dem 430, da würde ich so hart den Hügel dominieren. Ich würde da alles wegbumsen. Und jetzt haben wir hier zwei 7er Heavies, die sich auf den Hügel machen. Ja, sie seien geehrt für ihren Mut. Aber ich glaube nicht, dass sie da oben lange durchhalten werden. Jawohl, jetzt fahren die hier wieder in meine Sichtweite. Und jetzt kann ich wieder schön Spotting Damage kassieren. Jawohl. Naja, so kann es auch gehen, ne? Ja, ne, wäre ich jetzt im Gegnerteam und hätte gesehen, dass die alle im Umkreis hier der eigenen Basis sterben, wäre ich natürlich sofort, oder hätte es bei mir so, natürlich sofort Klack gemacht. Und ich hätte hier wie ein Bekloppter in diesen Busch reingespammt. Ist wirklich ziemlich einfach. Wenn ihr seht, das ist so eine Buschreihe, die sich in diese Richtung orientiert. Das heißt, von da oben habt ihr ziemlich gute Chancen, hier den zu erwischen. Ja, weil wenn ihr von hier reinschießt, habt ihr halt ein ganzes breites Spektrum, wo der Panzer stehen könnte. Und von da oben habt ihr halt eine gute Chance, entweder weiter rechts oder weiter links den Panzer zu treffen. Deshalb, wenn ihr seht, eure Leute sterben und sterben und im Gegnerteam ist nichts offen, dann ist das ganz offensichtlich und deshalb einfach nur den Busch bombardieren bis zum geht nicht mehr. Ja, kostet euch im schlimmsten Fall einfach nur Munitionskosten. Und ja, wenn ihr nicht gerade Premium schießt, sind ihr jetzt nicht allzu hoch, ne? Ja, und jetzt haben wir hier die komplette Basis eigentlich schon unter Kontrolle. Ich überlege hier eigentlich gleich weiterzufahren. Das mache ich mal. Seht, unsere Leute rücken jetzt langsam über das Feld vor. Das 430 ist schon an der Gegnerbasis angekommen. Also, ja, GG. Das Gefecht ist vorbei. Schön Spot eingefahren hier. Ja, Snapshotten ist nicht so einfach. Der fehlende Stabi macht sich da immer wieder bemerkbar. Du wirst auf mich ballern, ha? Uiuiui. Yep. I think the answer was yes. Da hinten stehen die TD jetzt. Ich versuche jetzt den T30 hier aufzumachen für die Leute auf dem Feld. Es steht 7-3, das Match ist eigentlich schon gewonnen, aber auf Malinovka möchte man nichts überstürzen.
Teilweise hat man TDs, die sich da richtig einbuddeln können auf hinten im Wald halt. Und die kriegst du nicht auf. Ja, wirklich. Gar nicht. Keine Chance. Ja, für 30 versucht jetzt hier durch zu Yolon. Na, einfach Snapshotten. Aim bringt's eh nicht. Und das ist der Dude, den ich gerne spotten wollte. Jawohl. Jetzt können nämlich die TDs aus der Basis den T30 hier beschießen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Er chillt da auf dem Hügel und wartet. Dann soll er mal warten. Ich versuche hier diesen Busch zu nutzen und den T30 aufzumachen. Ups. Nicht abschmieren. Das war mein Spot da oben. Okay. Interessant. Oh, hier Schaden gemacht. Wahnsinn. Jetzt dreht er sich um, ne, und kriegt wieder von hinten. Und sobald er hier hochfahren will, ist er erst recht tot. Von daher habe ich hier keine Bedenken. Da geht er dahin. Ja. Ihr seht ganz klar, wie sich der fehlende Stabi hier bemerkbar macht. Also was zu treffen, ist wirklich schwierig. Ich habe ihn schon den Schuss treffen sehen. Matarasha. Kill hole ich mir. Auch nicht. Beide Adis drauf. So, jetzt könnte ich natürlich noch ein bisschen Spotting Damage reinholen, indem ich einfach, ja, YOLO. Ob ich sterbe oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal hier zu dem Zeitpunkt. Aber wenn ich das Spotting am WZ oder in der AT noch kriege, ist das eigentlich in Ordnung. Die pusht das. Hallo. Oh, ein G ist am Start. Ich locke ich ins Wasser kaum. Tracked. Jetzt steht er da und weiß nicht, was er machen soll. Jawohl. Na, das war doch Best Case Scenario hier. 5000 Spot rausgeholt, 400 Schaden. Ja, auch so kann es gehen. Aber stellt euch vor, es wäre eine Stadtmap gewesen. Ich weiß nicht, was ich da jetzt viel gemacht hätte gegen Neuner. Aber Glück gehabt. Gegner oder eigentlich Scouts in beiden Teams waren, ja, haben das nicht gut gespielt und haben mir deshalb hier den Platz gelassen im Busch und ich konnte machen, was ich will, ja. Und Top Damage, Top XP, nicht Top Damage. Aber immerhin nicht letzter im Damage. Ja, aber vorletzter. Ja, ne, und uiuiuiui, da will ich gar nicht hingucken. Ne? Okay, 45.000 Victories. Danke, WG, danke, danke. Ja, ich würde sagen, wir bleiben nochmal bei der Kanone, weil die konnte ich jetzt nicht wirklich demonstrieren hier. Ach, yay, jetzt kann ich sie demonstrieren. Klasse. Hier wird sicherlich besser gehen, ich verspreche es euch. Kappa. Ja, Matchmaking, das ist schon okay, wie das ist, ne? Also 7er zu spielen, das macht schon wirklich Spaß. Stell dich vor, man ist sowas wie ein Oni oder ein Black Prince oder sowas. Hier, ne? Die werden richtig Spaß haben in dem Matchup. Ich werde dennoch versuchen, relativ aggressiv zu spielen. Ja, wieder versuchen, über Spot zu arbeiten. Und das wird passieren, indem ich K-Linie pushe. Auf K3 gibt es sehr, sehr gute Posis, an denen man safe spotten kann. Und genau das werde ich probieren. Spot hier. So, wir haben eine ganze Menge an TDs. Ich hoffe, die begeben sich da Richtung K-Linie. Ist eigentlich ein sehr linearer Verlauf der Map da und deshalb sollten sie auch merken eigentlich, dass man da... Oder sollten sie auch auf das schießen, was ich spotte. So, wenn ein Scope da mitkommt, ist nicht schlecht. Oh, Leo auch noch. 257 auch. Ja, dann sollte das klappen. Dann probiere ich mal was Aggressives hier. Ja, aber das ist schon wirklich zum Heulen, dieses Matchmaking. Ich meine, was soll das? Das ruiniert das Spiel so dermaßen. Das ist echt schade. So, das ist großer Bruder hier am Start. Ich wünschte, ich hätte eine Kanone wie du, Leo. Mit bisschen Durchschlag und... Das Gunning-Ding ist auch nicht so viel besser auf dem PTA. Okay,
Wenn er hier gleich rüberfährt, dann ist es natürlich noch aggressiver. Ich versuche hier einfach nur an dieser Ridge lang zu fahren und Leute in der Mitte beispielsweise aufzumachen oder da hinten. Ja, yeah, genau. So, den kann ich jetzt schon beschießen beispielsweise. Oh ja. Snapshot sitzt. Hat auch RNG ein bisschen nachgeholfen. Ja, ich hatte eigentlich gar nicht mehr Gun Depression da. Aber der Schuss hat sich so weit abgesenkt, dass er dennoch getroffen hat. Von daher. Oh. Sag ich nicht nein, ne? So, schön meine Spots. Und ihr seht, jetzt kann ich hier in die Mitte ballern. Von einem Ende, wenn man die Zeit hat. Geschosse sind halt auch, natürlich auch sehr langsam auf dem Tank. Also mit Vorhalten ist es schwierig. Okay. Komm, Emi, komm. Das wird nix. Boah, hier. Snipe ich. Ah, nicht ganz. Das ist so eine Situation, da muss man einfach auf RNG hoffen. So, Su hat gerade. Leo, du kriegst eine von mir. Oder auch nicht. Ich sehe halt, wie sich die Su hier bewegt, ne? Da pieke ich doch glatt nochmal. Weil ich es für sehr unwahrscheinlich empfinde, dass sie da aus der Bewegung trifft. Stehen bleiben möchte ich hier nicht, weil es kann sein, dass der Proto noch auf mich aimt oder irgendwas anderes, genau. Ja. Okay, also wirklich viel tun kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt erstmal wieder nicht. Na, ihr seht auch, ich nehme mir gar nicht die Zeit, um hier großartig zu aimen. Weil RNG zum ersten regelt und zum zweiten möchte ich halt überhaupt keinen Shot einstecken, ja. Dafür habe ich viel zu wenig HP. Jetzt aimen sie mich alle ab, jetzt soll ich mich ein Stück zurückziehen erstmal. Wäre natürlich cool, ne, wenn irgendein Heavy hier pushen würde. Das 257 ist jetzt mit in die Mitte gefahren. Ja. Ich sehe da einen Pixel seiner Lower Plate, den ich durchschlagen kann. RNG! Nicht ganz. So, andere Map-Seite verlieren wir gerade. Which is not good. Jawohl. Nice Shotkanone. Wow. Jetzt meinst du es aber gut mit mir, die Gun. Jawohl. Endlich haben sie sich entschieden, hier zu pushen. Der sieht sehr gut aus. Ja, und für diesen Push ebnet man halt auch den Weg, indem man da oben immer fleißig spottet. Wow, das wäre fast in die Hose gegangen. Und halt, ne, weil man hier halt auch die Leute beschießen kann, also stell dich vor, ihr seid in einem 9er Patton oder generell in einem Patton, irgendwas, was Gun Depression und Turmpanzerung hat. Wenn ihr nicht aus der Mitte gebumst werdet, könnt ihr hier alles zurückdrängen, ne, und dann ebnet ihr halt für die Leute hier den Weg und dann kann hier ein ordentlicher Push stattfinden. Gegner machen den Fehler, dass sie ein bisschen zu viel Panzer in der Mitte haben. Weil das kann halt niemand countern hier, dafür brauchst du jemanden mit Panzerung, aber haben sie halt jetzt nicht am Start, ne. Oh. Gut, war nur ein Shot, das geht noch in Ordnung. Sonst versuche ich halt die Boys hier zu spotten. Challenger ist wieder offen. Der Emil, der starrt mich einfach nur an. Also ein Startduell, das gewinnst du auf jeden Fall, oder? Ne? Wer zuerst blinzelt, gewinnt er auf jeden Fall. Ich überlege gerade. Nee, keine HE. Vielleicht einfach nur APCR. Unbesiegbar der Dude. Ja, das ist eure Endgegner. So, nehme ich jetzt HE für ihn. Hey. Nice. Okay, er ist tot. Boss besiegt. Unser Team
kassiert dann auch ziemlich hart, ne? Ich mir das hier angucke. Leute relativ low hier am Start. 7:05. Ja, die Gegner, das mag ich halt nicht an der Mitte, ne? Die Gegner fahren da alle rein und dann sitzt man da fest. Man kommt nicht wirklich hier raus. Und deshalb versuche ich die Mitte zu meiden. Ich meine, am Anfang eignet sich das super mit einem Scout zum Beispiel, um da zu spotten. Und man kommt da halt auch schnell genug noch weg. Aber später ist die Mitte halt so ein bisschen eine Todeszone. Jetzt bin ich wieder aufgegangen. Ich vermute, dass da irgendwas in der Mitte steht. Hallo. Jetzt halt die Challenge, da irgendwie in die Mitte rüberzukommen, ne? Ah ja, der Scorpion. Oh, nice shot. Sofort deleted. Ja, ich glaube, das Spiel ist jetzt... Oh, nee, der Leo pusht nochmal. Ich würde dennoch sagen, dass das Spiel gewonnen ist. Sieht gut aus für unsere Leute. Wenn sie sich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dann kriegen sie da den Skoda raus und dann können sie halt... Können die Leute in der Mitte in die Zange nehmen. So, ich bin am Start, Skoda. Nicht verzweifeln, ich komme, um dir zu helfen. Zweitbums mal den, komm. Leo hat nicht die stärkste DPM. Okay, ich fange jetzt einfach den Schuss, ist eigentlich egal. Jetzt kriegst du ein bisschen DPM in dein Face. Ja. Ja, mein Gutster. Oh. Ah, da ist der fehlende Stabi wieder am Start. Schlechter Schuss von mir. Gebe ich ehrlich zu. Snipe. Wie geil. Jetzt aber. Looper, Looper. Ey, 3k Schaden hier rauszugehen, das hätte ich nie gedacht. Aber wie gesagt, Gegner, zu wenig Panzer hier, um mich da zu countern. Ich konnte einfach machen, was ich wollte. Gegner, zu viele Panzer in der Mitte. Und obwohl die Gegner den Norden gewonnen haben, was sehr, sehr stark ist, haben sie nichts draus gemacht. Die haben zwar hier schön in der Mitte die Posis eingenommen, aber die gingen auf und dann auch instant drauf. Von daher nicht optimal gespielt von den Leuten. Na, wie sie das hätten gewinnen können, einfach Mittelkontrolle halten, indem sie hier oben erhalten und nicht YOLO pieken und sterben. Und dann versuchen halt über die Nullerlinie runter zu pushen Richtung Basis, weil egal was da hinten aufgeht, die Leute können das alles aus der Mitte beschießen. Und so hat man ein gutes Kreuzfeuer und da hätten die Leute wirklich die Base gut bedrängen können. So, jetzt prallen sich hier alle am Endgegner ab, ja? Uiuiui. Well, Job. Nice. Ja, ne, mit dem Ergebnis habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber gut. Nehme ihn mit. 2x9er gefahren hier. Oder 2x7er im 9er Matchmaking. Und 2x relativ gute Runden. Das ist überraschend. Gleich das Ace nachgeholt. Nice. Ja, vor allem 2er am Damage. Ne? Aber ihr seht auch 43 Schüsse, 24 Hits und 14 Pens. Das ist halt eine typische Strategie, die ich verfolge. Ihr wollt auf jeden Fall nichts einstecken, ja? Ihr wollt eure HP behalten, das ist euer Hab und Gut in diesem Matchmaking. Und gleichzeitig ist es halt so ziemlich egal, ob ihr jetzt trefft oder nee, ne? Weil wenn ihr nichts einsteckt, dann ist es auch egal, ob ihr was austeilt oder nicht. Und deshalb einfach nur auf RNG vertrauen und einfach nur snapshotten. Irgendwann treffen die Schüsse dann, ne? Und ich meine, Ammo, was kostet hier ein Schuss? Ist ja jetzt nicht auch allzu teuer, ja? 250 Credits, die habe ich alle Male über. Ja, und ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal mit der Kanone hier. Ist das die richtige? Ja, ist die richtige. Ist die Kanone vom 6er. Und schauen mal, wie die sich behaupten können. Da brauchen wir auch eine ganze Menge APCR. Zack. Unterschied ist jetzt natürlich schnellere Rate of Fire. Also ich glaube, Reloads um die 4 Sekunden. Was nice ist. Ja. Und ich glaube, das Gun Handling sollte besser sein. Lustig sieht's aus, die Kanone. Gewöhnungsbedürftige Kanonenblende. Einfach nur so ein, wie so ein Ball darauf
gestirbt. Ja, 135 Alpha ist natürlich sehr mager. Aber ja, wenn man es andersrum anschaut, oder von der anderen Seite betrachtet, schaut euch einen Komet an, der hat glaube ich 150 Alpha, Chiri 130, irgendwie sowas, 110, 120, ja, ich weiß es nicht. Aber zumindest ja, in ähnlicher Region hier. Von daher passt das eigentlich. So, Westfield hat man eigentlich immer so zwei Möglichkeiten am Anfang. Entweder, oder muss man eine Wahl treffen, entweder fährt man nach oben und versucht die Heavies zu supporten, oder man versucht K-Linie entlang die Mediums zu supporten. Oh, 3,2 Sekunden Reload, not bad, not bad. Ich entscheide mich immer für so ein Zwischending, indem ich in die Mitte fahre und in beide Richtungen schießen kann und halt auch die Mitte aufmachen kann für die Leute auf den Flanken. Und ja, das ist so ein bisschen das Vielseitigste, ja, weil dann könnt ihr schnell hochfahren, um den Heavies zu helfen, aber ihr könnt genauso den Mediums helfen, indem ihr darüber ballert und für die spottet. Und ich bin nicht ganz so der Fan, gerade in so einem Matchmaking, ja, weil ich jetzt Top-Tier wäre, das vielleicht was anderes, aber halt bin ich so der Fan vom Committen, also ich jetzt sage, okay, die Flanke ist es, hier müssen wir jetzt gewinnen. Oh, der macht mir natürlich einen Strich durch die Rechnung. Oh, yo, 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 fuck. Ich muss sofort weg hier. Würde gleich nochmal vorbeigucken hinter dem Haus, nehme ich an. Okay, bin erstmal safe. Kann ihn jetzt hier ein bisschen besnipen. Dat Gun Handling ohne Stabi, ey. Das tut mir echt ziemlich weh, dieses ohne stabile Spieler. Das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich relativ wenig 7er Mediums spiele. Ich kann es mir nicht erklären, ja. Jeder 7er Light hat mittlerweile einen Stabi, aber warum die Mediums nicht, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Gibt es für mich keine Erklärung für. Und es macht halt diese Tanks unkomfortabel zu spielen, ja, weil du, sobald du die Wanne oder den Turm drehst, einfach wieder eine Stunde einziehen musst. Und ich meine, that's not the point of a medium tank, ja. Du willst schnell deine Schüsse raushauen können und schnell wieder in Deckung fahren können. Oh, fuck. Ah, oh, stimmt, ich bin zwar nicht. Das kommt dann auch noch. Puller geht durch. Traden möchte ich mit ihm nicht, ey. 390 Alpha, das sind mir meine HPs zu schade. Ich muss natürlich jetzt schauen, dass ich wegkomme, ne? Scorpion ist da am Start, E25. Den Typen habe ich, will ich nichts zu tun haben. Ach, ich bin immer noch gespottet. Sehe ich das richtig, ja? Okay. Unsere Heavies scheint es auch nicht zu gewinnen hier oben. Was sind wir eigentlich jetzt? Was habt ihr? Löwe und Defender, ey. Das sind doch die Übermaschinen hier oben. Und zwar mache ich halt was, was ich nicht gerne mache auf der Karte, nämlich hier dieses Dorf aufgeben. Das ist super wichtig. Ja, Mann, und unser Löwe spielt das überhaupt nicht gut. Eine Löwe, der könnte so dominieren hier. Also wirklich komplett dominieren. Löwe halt auch, ne? Was der anrichten kann an Schaden, ist das Wahnsinn. Aber er spielt es nicht wirklich gut, indem er sich da unten irgendwo ins freie Feld stellt. So, und jetzt müssen wir hier versuchen, in die Flanke zu fallen. Dann lass ihn fokussen. Sehr gut, Black Prince. Oh ne, da steht noch ein Udes. Shit. Ja. Unsere Top-Davies, die das hier eigentlich regeln müssen, die für uns gewinnen oder verlieren, verlieren halt in diesem Falle für uns. Ja. Da haben wir keine Chance. Oh, nice shot. Ja. Keine Chance, aber das haben die Heavies sehr, sehr schlecht gespielt. Wirklich ein Löwe halt down, ne? Der bumst alles. Der ist in so einem Matchmaking nimmt er alles auseinander. Gut, er wird von der Arti gefokust, aber trotzdem, wo ich seine Posi oder generell die Posis da sehe von unseren Leuten, ne? Die haben sich halt zu stark zusammendrängen lassen und dann wurden sie von hinten, von oben und hier von der Seite beschossen und keine Chance. Ja, einzige Hoffnung ist jetzt hier die Medium-Flanke, aber wenn die sich hier gegenseitig teamkillen, dann kann das natürlich auch nichts werden. Und die Leute sind einfach zu passiv. Wir hätten da schon längst durchpushen müssen und ich habe mich für die falsche Richtung entschieden, ja.
Ja, ich denke dennoch, dass ich hier mit der großen Kanone deutlich besser abgeschnitten hätte, noch mehr Schaden gemacht hätte, weil ich generell halt die DPM nicht wirklich nutzen konnte, außer gegen den Black Prince. Aber DPM zu nutzen ist halt jetzt nicht wirklich mehr so die Meta, eher Alpha-Schaden, deshalb würde ich euch eher raten, die 8-8er zu benutzen. Ich meine, nehmt sich vom Gunhandling wirklich nicht viel, nehmt sich vom Durchschlag so gut wie gar nichts. Hier 5 AP-Durchschlag habt ihr weniger. Deshalb 8-8er hier ganz klar die bevorzugte Wahl, denke ich. Ja, das war's mit der Runde Random. Zwei richtig gute Runden auf Tier 9, eine schlechte Runde auf Tier 8. Lief leider nicht so, aber ohne Team machst du da gar nichts, ne? Und ja, also spaßiger 7er Medium bereitet, ja, weiß nicht, ob er wirklich auf den Indienpanzer vorbereitet. Vom Spielstil sind sie ziemlich ähnlich, aber das Aussehen, das Panzerkonzept ist halt ein bisschen anders auf dem Indienpanzer. Aber ja, doch, eigentlich spielen sie sich relativ ähnlich. Ne, 9er ist dann eher eine Umstellung. Ja, gut, dann war's das. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out.